Und wir kommen zur Offenbarung 6. Und eigentlich ist es so, dass jetzt die Prophetie endzeitlich eigentlich beginnt. Wir hatten ja Kapitel 1 in der Offenbarung, wo man gesehen hat, wie der Herr Jesus sich vorstellt und was es überhaupt geht in der Offenbarung, dass es zuerst einmal um diese geistlichen Prinzipien auch geht. Wir hatten dann Kapitel 2 und 3, dieses Tor der Buße, wo wir gesehen haben, wie letztendlich Gott seine Gemeinde zubereitet. Wir hatten 4 und 5, die Szene der Anbetung im Himmel. Und nachdem jetzt eigentlich das Herz in der richtigen Herzensstellung sein sollte, dann beginnt Gott und offenbart hier praktisch die Siegel. Es sind ja diese Siegel, die der Herr Jesus empfangen hat, die niemand öffnen kann und die niemand schließen kann. Das ist eine ganz wichtige Sache. Man sieht aber den Siegel, dass letztendlich niemand von den Menschen das von sich aus öffnen kann. Aber ich möchte uns, obwohl wir bloß die ersten 8 Verse behandeln, möchte ich doch das ganze Kapitel 6 lesen, weil das gehört zusammen eigentlich. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, dem wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Ich hörte eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und 3 Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger, mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und jenem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihren Orten wegbewegt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Wir möchten ja heute die 4 apokalyptischen Reiter uns ansehen. Ich habe auch hinten noch die Darstellung des Antichristen dazugetan, weil an für sich es dazugehört. Ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen, den Antichrist auch noch zu betrachten. Notfalls koppeln wir den halt ab und machen den das nächste Mal. Also, ich denke einfach, wir gucken es uns mal an, wie es der Herr gibt. Wir dürfen uns letztendlich nie vom Teufel etwas verdunkeln lassen. Und zwar, wenn man das jetzt sieht, ich möchte nochmals betonen,
dieses Buch mit sieben Siegeln, das stellt die Weltgeschichte dar, vor allem die endzeitlichen Abläufe. Von dem sagt die Bibel ganz klar, dass niemand, kein Mensch auf dieser Erde in der Lage ist, diese Siegel zu öffnen, dass nur der Herr Jesus selber diese Siegel öffnen kann. Das ist jetzt einmal ganz wichtig. Kein Prophet, kein Ausleger, kein Seher, kein Wahrsager, auch kein Okkultist, auch kein Nostradamus hat die Zukunft gesehen, und zwar objektiv richtig. Das ist wie alles Teuflische, teilweise Wahrheit, Lüge, alles durcheinander. Aber ich möchte nochmal etwas betonen. Der Einzige, der vor Gott, dem Vater, das Recht und auch letztendlich, ich sag's einmal, die Klarheit bekommen hat, was hier abläuft, ist der Herr Jesus. Er war der Einzige, der diese Siegel öffnen durfte. Und das, was wir jetzt hier haben, das heißt, er öffnet die Siegel. Und jetzt bricht er das und stellt uns dar, wie er das sieht. Und das, was er sieht, das ist biblisch. Ich möchte einfach mal etwas provozierend sagen. Auch der Herr Lindsay hat nicht die Siegel geöffnet bekommen. Wir haben ja jahrelang das Buch Alter Planet Erde stark verbreitet, was sicher von Endzeitgeschehen her nicht schlecht war, die Menschen mit der Endzeit in Konfrontation zu bringen. Bloß auch dort ist Spekulation drin. Und auch er hat sich getäuscht. Und jeder Ausleger wird sich täuschen, weil er ein Mensch ist. Aber wer sich nicht täuscht, ist der Jesus. Und das war hier inspiriert, in der Bibel steht. Das ist das, was für uns wichtig ist. Und das müssen wir wissen. Und der Rest ist zweitrangig. Was mir hier auch ganz wichtig ist, es beginnt, ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und hier haben wir jetzt einen ganz entscheidenden Punkt. Alles, was hier auch in der Endzeit passieren wird, alles, was in dieser Weltgeschichte passiert, ist letztendlich kontrolliert und geht am Thron Gottes vorbei. Das heißt, für Gläubige gibt es nie einen Grund, sich zu beunruhigen. Alles, was hier passiert, geht vom Herr Jesus aus, geht aus seiner Hand vorbei. Wenn man Matthäus 28, 18 leset, man lässt immer den zweiten Teil, den Missionsbefehl, aber das sagt der Herr Jesus. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und da steht bei Macht das griechische Wort Exousia, und das heißt Vollmacht. Das heißt, er hat vor Gott, dem Vater, Vollmacht auch über die gesamte Weltgeschichte. Und wenn der Herr Jesus jetzt die Siegel öffnet, dann ist es klar, dann ist das etwas, das er vollständig kontrolliert. Wir brauchen uns auch nicht aufregen oder Angst zu bekommen, weil der Herr Jesus alles kontrolliert. Er hat die letzte Macht über das alles, was hier geschieht. Was auch ganz wichtig ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn ihr die Texte lest, wie das Wort sehen, siehe betont wird. Also ich möchte nochmals betonen, was wir jetzt hier haben, das ist Bildersprache. Das ist Bildersprache von einem Mensch, der 90 oder 95 nach Christus mit seinem, ich sage mal, menschlichen Horizont vor Gottes so geoffenbart bekommen hatte, dass er es verstand. Das ist ganz wichtig. Und Gott betont ja immer noch ganz stark, siehe, ich sah, komm und sieh. Er zeigt immer, dass es die Bildersprache ist. Und das ist ganz wichtig, das sind Gesichter, und zwar die sind so gemacht, dass man es letztendlich fassen kann. Und das ist jetzt wichtig, wir müssen die Bilder nachher übersetzen. Schiet einfach. Aber wenn man uns das anguckt und wir sehen das erste Siegel, also öffnet das erste Siegel, und dann sieht man, dann beginnt dieses weiße Pferd zu galoppieren. Wenn ihr bitte mal Seite 3 aufschlagt, ist jetzt eine Übersicht. Und zwar eine Gegenüberstellung. Die apokalyptischen Reiter, das heißt, das, was hier sich abspielt, kommt im Prinzip dreimal in der Bibel. Und zwar, es kommt zuerst in der Offenbarung als, wie soll ich sagen, direkte Prophetie. Und es kommt in Matthäus 24, ohne dass die Reiter genannt sind, wird das Gleiche nochmals erzählt. Das ist genau die gleiche Reihenfolge. Und was jetzt interessant ist, bestimmte Details, aber man kann es nicht so fassen, wie zum Beispiel jetzt zwischen Offenbarung und Matthäus, sind noch im Sacharja 6, wo wiederum diese Pferde vor Waage gespannt sind und wo es zum Beispiel dann plötzlich heißt, das weiße Pferd ist im dritten Waage
Und es folgt den Schwarzer, und zwar es geht das Land des Nordens. Also da sieht man, wo bestimmte Dinge geschehen. Mir ist bloß wichtig, dass jeder, der sich mit der biblischen Prophetie auseinandersetzt, es weiß, so wie zum Beispiel Offenbarung 13, Offenbarung 17, in Daniel 2, in Daniel 7 wiedergeschattet ist, das sind die klassische Parallelstelle, so ist zu Offenbarung 6, Matthäus 24 und Zacharia 6 eine klassische Parallele. Aber wenn wir es der Reihenfolge noch angucken, das ist auch eher gedacht, diese Anhänge, um es nochmal selber zu studieren, für sich selber in der stillen Zeit. Hier kommt das erste Siegel. Das heißt, ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Und jetzt ist schon mal wichtig, es ist ein Bild. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Reiter? Also ich habe extra nochmal nachgeguckt, was ausgelegt wird, wer so der Reiter sein könnte. Und es ist so, die eine sagt, dieser weiße Reiter, das ist Christus, der Herr Jesus. Weil er in der Offenbarung 19 als weißer Reiter kommt. Das kann er aber nicht sein. Und zwar, weil er zwar ähnlich ist, aber er ist nicht gleich. Und zu dem Zeitpunkt passiert es nicht, was in Offenbarung 19 passiert. Also kann es der Jesus nicht sein. Die andere sagt letztendlich, es ist irgendetwas Verführerisches. Zum Beispiel der eine sagt, die Wissenschaft, der Siegeszug der Wissenschaft. Der dritte sagt jenes. Also es gibt hier unterschiedlichste Auslegungen. Die klassische Auslegung ist, dass der Antichrist ist, der Jesus nachahmt. Es kommt der Wahrheit relativ nahe. Und zwar ist es einfach so, diese vier Reiter sind ein geistliches Prinzip. Und zwar das Prinzip geht immer gleich. Immer. Durch die ganze Weltgeschichte. Und die Bibel sagt ja ganz klar, es gibt viele Antichristen. Sie waren schon zur Zeit als Apostel Johannes da. Und diese Antichristen, die werden immer stärker. Der Nero war zwar ein Antichrist und ein Christenverfolger, aber ein schwacher. Ein sehr starker antichristlicher Charakter war Napoleon. Aber Hitler war fast perfekt die Vorschattung des Antichristen. Ich habe es schon oft erzählt mit diesem, aber ich will es nochmal sagen, wer es noch nicht kennt. Hitler und der Antichrist, die haben zwei Dinge ganz klassisch gemeinsam. Beide wollten ein tausendjähriges Reich aufrichten. Was sie auch gemeinsam haben, beide haben zwei gleich lange Regierungsperioden. Der Hitler zweimal 6 Jahre, der Antichrist zweimal 3,5 Jahre. Beide haben gemeinsam, dass sie in der ersten Periode der Fromme gespielt haben. Man denke nur an die Koppel, die der deutsche Soldat auf dem Gürtel, was auf seinem Gürtel gestanden ist. Da wurde dann von Gott geredet und einfach fromm, und nach den ersten 6 Jahren hat er die Maske fallen lassen und Opfer verfolgt, aus Volk Gottes Israel. Genau das gleiche wird der Antichrist tun. Er wird 3,5 Jahre Enttäuschung sein und dann wird er die Maske fallen lassen. Der Antichrist hat einen falschen Prophet. So hatte Hitler einen falschen Prophet Goebbels. Man denke an die Rede im Sportpalast. Dämonisch, wo sogar die amerikanischen Reporter mitgeschrien haben, wollt ihr den totalen Krieg, da haben die auch ja geschrien. Da sieht man Gruppendynamik, was das bewirkt. Der Hitler hatte ein Medium, um die Masse zu erreichen, den Volksempfänger. Der Antichrist wird ein Medium haben, um die Masse zu kriegen, das Bild. Wir haben ja jahrelang geglaubt, es ist der Fernseher. Der Fernseher spielt hier eine unzählige Rolle. Aber ich vermute eher, dass es Computerbildschirm ist, Flachbildschirm. Weil du kannst ja auch über den Bildschirm inzwischen Fernseher empfangen und du hast Zugang zum Internet, du hast alle Quellen, die hier der Teufel dann auch benutzen wird, die hast du in einem Bildschirm drin. Und ich vermute eher, dass es in die Richtung geht. Das heißt, hier ist auch ein Medium. Und dann hat der Antichrist, der wird ein Malzeichen auf die Hand machen und eins auf die Stirn. Und genauso hat ja der Hitler an der Armbinde, am Arm war das Zeichen der SA oder der SS und das war oben der Mütze. Nur war noch der Stoff dazwischen. Das heißt, jeder hat gesehen, es ist ein Vorläufer, es ist noch nichts Richtige. Und er hat das Volk Israel verfolgt und genau das Gleiche wird letztendlich der Antichrist tun. Das heißt, es gibt in der Geschichte lauter solche Vorläufer, die laufen einfach als Vorläufer. Und genauso galoppiert diese apokalyptische Reiter durch die ganze Kirchengeschichte. Sie werden immer stärker. Also das Prinzip triffst du dauernd in der Geschichte und irgendwann dann am Ende, um das Kommen des echten Antichristen hervorzubringen, um die letzten Jahre einzuleiten,
Also ich persönlich glaube, aber ich möchte auch kein Dogma draus machen. Ich glaube, dass hier bei Sex im Prinzip eigentlich das Ende beginnt. Wenn man jetzt die Danielsche Jahrwoche nimmt, dann beginnt hier die Danielsche Jahrwoche. Und die endet bei 19. Und die Mitte wäre genau 11, wo die Drückung ist. Also so könnte man es sehen. Es gibt Brüder, die sehen, dass das nur ein Teil der Jahrwoche ist, das spielt aber keine Rolle. Ob der Antichrist 7 Jahre oder 3,5 herrscht, das ist egal. Aber eigentlich ist er auch eine Zeit lang unerkannt da wie der Hitler. Wo man noch nicht ahnt, dass das gefährlich ist. Und dieses weiße Pferd, das ist an und für sich die Verführung. Und es ging in der Kirchengeschichte immer gleich. Es geschieht eine Verführung, eine religiöse Verführung oder politische Verführung oder ideologische Verführung. Das heißt, es geschieht eine Verführung, der weiße Reiter, der galoppiert, und der Antichrist wird die höchste aller Verführungen sein auf diesem Erdball. Der weiße Reiter galoppiert und als Folge davon ist in der Regel Krieg. Und zwar, das ist eine ganz wichtige geschichtliche Tatsache, wer sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Einheit, Brüderlichkeit, Freiheit. Wenn man mal die Französische Revolution sieht, dann sieht man etwas. Das war ja der Humanismus in Reinkultur. Jetzt wissen wir, dass der Mensch laut Bibel in der Wurzel bösartig ist. Ich bin heute über den kleinen Schlossplatz gelaufen in Stuttgart, beziehungsweise unter dem kleinen Schlossplatz, das ist schon der große. Ne? Und als ich da lief, habe ich wieder Leute erguckt. Und ich bin eigentlich erschrocken und habe gesagt, das kannst du nur noch erklären, was sich hier vor deinen Augen abspielt, wenn du begreifst, dass es Sünde gibt. Wenn es keine Sünde gäbe, könntest du nicht mehr erklären, wieso die Leute so aussehen, wieso sie sich so benehmen, warum so ein Elend ist. Das kannst du nur von der Sünde erklären. Wenn du die Leute siehst, ich bin wieder erschrocken, was so der Mensch eigentlich ist. Und das ist eigentlich mit eines der Hauptprobleme. Und zwar, der Mensch ist nicht gut, sondern der Mensch ist schlecht. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel das bei der Französischen Revolution, wie bei allen diesen humanistischen Ansätzen, immer Blutbad geendet ist. Und das ist eigentlich immer die logische Folge. Verführung, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, führt immer, ich sage es mal, zur Eskalation. Das heißt, Eskalation meint ja, dass etwas außer Rand und Band gerät und dass du es nicht mehr kontrollieren kannst. Das ist wie ein Schneeball, der immer schneller wird. Und so ist der Mensch der Sünde. Wenn die Verführung Menschen erfasst, das sieht man jetzt auch bei den Terroristen, bei den Arabern, wenn du siehst, wie es die packt, dann siehst du plötzlich, wie diese Finsternis durchschlägt, diese Sündenatur des Menschen, und dann passiert etwas. Dann galoppiert der Reiter. Und je schneller der galoppiert, kommt das nächste Pferd. Das heißt, dieser Reiter bedingt in der Regel immer Krieg. Der führt immer zu Krieg. Und dass jetzt der Reiter wieder so galoppiert, ist klar, dann kommt Krieg. Das ist immer nur eine logische Folge. Und infolge vom Krieg kommt in der Regel der Hunger. Und infolge des Hungers kommt in der Regel der Tod. Und da haben wir die vier apokalyptischen Reiter. Und diese Prinzipien, die könnt ihr, wenn ihr die ganze Geschichte und die Kirchengeschichte untersucht, dann findet ihr immer das Gleiche. Der Reiter der Verführung, der Reiter des Krieges, der Reiter des Hungers und der Reiter des Todes. Und die Bibel sagt ja hier, dass ein vierter Teil der gesamten Menschheit ausgelöscht wird durch das. Es ist natürlich wiederum die prophetische Sicht. Wenn hier die Reiter erst zu galoppieren beginnen, wird durch diese vier Reiter letztendlich und durch diese Verfolgungen der vierte Teil der Menschheit ausgelöscht. Die Bibel sagt es eindeutig. Dann nochmals durch den Krieg in Offenbarung 9, nochmal ein Drittel, das macht zusammen, ich war in Mathe nicht so gut, aber es ist die Hälfte. Ein Drittel und ein Viertel ist nochmal die Hälfte. Und wenn man das sich jetzt anguckt, dann muss man einfach das Ganze in Ruhe auf sich wirken lassen. Wir werden dem immer wieder begegnen. Ob das jetzt schon, aber in unserer Zeit, der letzte Reiter ist, das werden wir relativ schnell sehen, nämlich es wird immer intensiver, es sprengt die Dimensionen. Und das ist einfach heute auch der Fall. Der Abfall der Christenheit hat eine Dimension erreicht, das ist unfassbar. Gleichzeitig ist es so, dass die Verführung so überhand nimmt, da will ich aber vorher einen Zeitungsabschnitt zeigen, da bringe ich jetzt eine Bibel raus, ich habe das gewusst, dass da Theologen dran sind, auch feministische Theologen, wo dann Gott nicht mehr männlich ist, sondern wo man dann sagen wir, eine Form findet, eine Mischform. Das ist ganz einfach himmelschreiende Gotteslästerung.
Und das, was zum Beispiel auf solche Veranstaltungen wie vom Kirchentag läuft, ich habe die Unterlage daheim, ich habe teilweise mich eingeschaltet, habe mit den Leuten geredet, ich bringe das nicht aus zweiter Quelle. Ich bin da sehr hautnah dran gewesen, wo es damals in München war. Ich habe mit den Leuten gesprochen, habe Unterlage daheim, nachweislich. Das ist absolute Gotteslästerung, was hier geschieht. Das ist Okkultismus, das Gleiche, was in Israel passiert ist, zur Zeit des Alten Bundes, wo Gott die Baalspriester und die gestraft hat. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, wir haben selbe. Das heißt, es wird immer schlimmer und die Verführung nimmt so überhand und die Christenheit ist so ausgebrannt, dass sie keine Widerstandskraft hat. Die ist am Ende im Prinzip. Nur noch der Überrest, die Bibel redet ja vom Überrest. Es gibt hier noch diese symbolische Zahl natürlich, diese 7000. 7 mal 1000, 7 ist die Zahl Gottes, 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Diese 7000, das heißt dieser Überrest, der die Knie vor Baal nicht beugt, der nicht nachgibt. Und zu dem möchte mir ja auch gehören. Und hier ist einfach ganz wichtig, je weiter das geht, je schneller galoppiert dieser weiße Reiter. Wir haben heute Dinge auch in der Gemeinde Jesu, da hätten wir jeden vor 20 Jahren aus jeder Gemeinde rausgeworfen. Das wird heute als große neuere Errungenschaft propagiert. Das heißt, die Christenheit ist umgekippt. Und die Verführung nicht nur bei der Christenheit, sondern auch bei der Menschheit hat ungeahnte Ausmaße angenommen. Ich sage es jetzt einfach mal ganz deutsch, dass man hier auf keine falsche Idee kommt. Das hat angefangen, zum Beispiel, dass man generell, das waren halt nur noch Elite, die das gelesen hat, so ein kleines Klientel, die haben der Herr der Ringe gelesen, von Tolkien. Es ist Magie, oder zumindest Beschreibung von Ähnlichem. Dann gab es sogar im christlichen, im christlichen Zirkel oder in den christlichen Kreisen gab es C.S. Lewis, der ähnliche Geschichte geschrieben hat, der den eher vom Christlichen geschrieben hat, aber trotzdem, also kriege ich auch Bauchweh. Und jetzt plötzlich einen, darf ich mal schwäbisch sagen, einen hanebüchenen Unsinn namens Harry Potter, wo du plötzlich über Kindergeschichte in die Welt des Okkulten eingeführt wirst und wo man plötzlich die alte Lüge Satans wieder hoffähig macht, dass weiße Magie nicht so schlimm sei wie die böse und dass man mit der weißen Magie die schwarze Magie letztendlich bekämpfen könnte. Das ist die alte Lüge des Teufels. Weiße Magie ist genauso okkult und teuflisch wie die schwarze. Jede Form von Magie ist satanisch. Gell? Und dass diese Dinge, das ist ja nicht so, dass das nicht immer gab. Das gab es immer. Im Volkskörper. Es gab immer einen Teil der Menschen, die das getrieben haben. Genauso der moralische Abfall. Das war immer so, dass das gab. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? Und zwar, das ist ja das Brutale. Der Unterschied ist, dass es jetzt alles öffentlich ist. Und dass es jetzt Volksgut ist. Und dass es jetzt normal ist. Und jetzt kommt ja aber die Frage, wenn das normal ist, laut Bibel, dann passiert immer das Gleiche. Dann kommt das Gericht Gottes. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, diese apokalyptische Reiter bedeutet, der Weise, dass der Herr Jesus die Verführung zulässt. Das möchte ich mal ganz klar betonen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient hat, und zwar gemessen wird es in seiner Gottesfurcht. Wenn ihr mal guckt, warum 33 der Hitler langsam aufkam, dann müsst ihr nur die 20er Jahre angucken. Dann wisst ihr warum. Das heißt, ihr müsst auch mal die Kaiserzeit angucken. Nicht die erste, sondern die zweite. Da kannst du nachweisen, wie die Wurzel für das, was in Deutschland später passiert ist, wieder gelegt wurde. Ihr müsst auch mal gucken, wie Freimaurertum, Humanismus, das alles dort verankert war, wie die dann gesehen hast, wie in 20er Jahren die Sünde hervorbrach und als Reaktion davon gegen Extremlinie kam plötzlich, ich sag's mal, der Hitler, wo dann heute noch mir teilweise die Teilfinger sagen, da hast du wenigstens Stürit abschließen müssen, da hat keiner gestohlen, gell? Das kann man sich vorstellen. Also brutal. Und das, was wir heute haben, dass dieser weiße Reiter galoppiert, das ist genau das Gleiche. Das heißt, auf dieser Erde ist auch laut Lukas 21 ein Völkermeer, das heißt, die Menschheit kocht. Die Menschheit ist oben, ist außer Rand und Band und dann werden die Menschen plötzlich danach schreien, dass wieder Stabilität geschieht, dass plötzlich alles wieder normal ist, dass es keinen Terror gibt, dass alles seine Ordnung hat, dass alles gut wird, dass man alles im Griff hat. Sie werden nach einem starken Mann schreien und dann kommt der Antichrist. Das ist keine Frage, auf das steuert es zu und so müssen wir den weißen Reiter sehen. Und was auch wichtig ist, warum wird er so dargestellt? Also eins ist schon mal mir ganz wichtig.
der dieses Siegel öffnet, ist der Herr Jesus. Und der ihm dieses Paket geschnürt hat, ist Gott der Vater selber. Das heißt, Gott selber hat die Zukunft geoffenbart. Und Gott wird den Weißen Reiter zulassen, so wie er es andere auch zugelassen hat. Und als Folge davon wird Gott in seinen Gerichten, und das möchte ich jetzt mal betonen, was in den sechs, oder was in den, eigentlich sind es ja sechs Siegel, siebte Siegel sind die Posaunengerichte, was in diesen sechs Siegeln abläuft, das sind Inside-Abläufe, aber die ersten vier Siegel, sind eindeutig ein Gerichtshandler Gottes, eine Abfolge, wie Gott Gericht schickt über die Menschheit. Aber wenn ein Volk sich Gott gegenüber so benimmt, auch wie wir es tun, dann galoppiert der Weiße Reiter. Und wenn die ganze Menschheit, und das ist eben das Teuflische, durch die Medien, ist jetzt plötzlich passiert eigentlich, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, dann war das früher vielleicht in China, bis das nach Deutschland gekommen ist, man hat ja nichts gewusst, sind 500 Jahre vergangen. Oder es war in anderen Ländern, haben wir da bloß vom Hörensagen gehört. Man hat da keinen Kontakt gehabt. Und jetzt durch die Medienwelt ist alles transparent. Du musst in der Regel nur mit dem Finger auf den Knopf drücken, egal auf was du drückst. Ob du auf den Computer drückst, ob du auf den Fernseher, auf ein Radio, auf ein Handy, das spielt überhaupt keine Rolle. Mit einem Knopfdruck hast du Verbindung zu der ganzen Welt. Und plötzlich wird das Teuflische durch die Medien über die ganze Welt verbreitet. Und mit einem Schlag passiert eben etwas. Das Böse, das da ist, das ist ein Sauerteig. Und das Böse, der Sauerteig, das sagt die Bibel, der geht von allein, wird der groß. Das heißt, wenn du ein normales Brot hast und tust noch ein Kügelchen Sauerteig rein, ist nur eine Frage der Zeit, ist alles sauer. Und genauso zersäuert die Sünde alles. Und das ist ein Problem. Jetzt durch die Medien und durch die Transparenz wird auch das Böse so weitergetragen. Und dann mit einem Schlag hast du eine totale Zersäuerung der ganzen Welt. Das heißt, dieses antichristliche Gedankengut, dieses Teufelszeug rundum, geht über den ganzen Erdball mit einem Schlag. Und dann plötzlich ist die ganze Erde gerichtsreif. Und wenn die ganze Erde gerichtsreif ist, dann galoppiert der Weiße Reiter aus Offenbarung 6, dann kommt der Antichrist. Und dann wird Gott als Folge davon, wird Gott wiederum im Gericht handeln. Dann wird Gott gnadenlos Krieg geben über diese Völker. Ich habe mal zu meiner Kollegin gesagt, da ging es darum, glaube ich, eine Kollegin ist mit ihrem Freund zusammengelebt, habe ich zu ihr gesagt, weiß nicht, ob ich es heute noch machen würde, aber ich habe dann zu ihr, haben sie diskutiert, sie haben mich auch ein bisschen wahrscheinlich reizen wollen. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, eins ist klar, wenn auf Deutschland eine Atombombe fällt, dann seid ihr schuld. Die war geschockt. Der hat gespinnt. Ich gesagt, wenn die Bombe fällt, seid ihr schuld. Ich habe gesagt, ihr reizt Gott mit dem, was ihr tut. Ist euch das klar? Ist doch keine Stilfrage, sondern man reizt Gott. Und wenn man Gott reizt, dann sagt die Bibel, wir haben einen dreimal heiligen Gott. Irgendwann kommt das Gericht. Und das Gericht bedeutet in der Regel Krieg, das Gericht bedeutet Hunger und das Gericht bedeutet Tod. Ihr müsst nur Altes Testament lesen, ihr müsst nur der Jeremia lesen, ihr müsst nur 5. Mose 28 lesen, dann seht ihr ganz genau, wie Gott denkt, wie er handelt, was er tut. Und das, was hier ist, die vier apokalyptischen Reiter, das ist das Prinzip des Gerichtes Gottes. Das erste Reiter, die Verführung. Gipfelt im Antichristen? Also ich sag's mal vorsichtig, ich persönlich glaube, dass wir die letzte Generation sind. Ich glaube auch, dass der Antichrist schon lebt. Für mich keine Frage. Dann, das zweite Siegel ist der Feuerrote, das heißt der Krieg, der da draus kommt. Das dritte ist der Hunger, das heißt die Seuche und das Elend über diese Menschheit. Und der Schluss ist der Tod, und zwar der physische Tod. Und der wiederum führt dann auch zum geistlichen Tod, weil der Mensch kann sich nur bekehren, solange er hier auf der Erde ist. Das heißt ganz klar, der Mensch ist gesetzt zu sterben, danach das Gericht, dann ist aus. Gell, und jetzt müssen wir einfach vor dem Hintergrund diese Reiter betrachten. Und zwar, das weiße Pferd, das hier geschehen ist, ist eine Nachahmung. Und wir wissen ja, dass der Antichrist und der Teufel versucht, Gott nachzuahmen. Er verstellt sich als ein Engel des Lichts. Er versucht, geistliche Dinge zu täuschen. Also er geht hin und täuscht dich über geistliche Dinge. Das ist immer so. Und wenn wir jetzt Offenbarung 19, Vers 11 lesen, dann sehen wir, was hier für eine Täuschung ist. Und ich sah den Himmel geöffnet, und jetzt ist wieder ganz wichtig. Und er sagt, und siehe. Es ist entscheidend, es ist die gleiche Ebene. Er sieht und sagt, siehe, also genau die gleiche Ebene des Schauens. Wie in 6, 6 und 19 ist die gleiche Ebene des Schauens. Das ist schon mal ganz wichtig.
Das ist nicht ein anderes Gesicht, ein anderes Bild, sondern es ist von Gott her die gleiche Ebene. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt, der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heiden mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jetzt haben wir den Unterschied. So kommt der Herr Jesus wieder, in Herrlichkeit und wiederum im Mittelpunkt des ins Blut getauchte Gewand, der Erlöser mit dem vergossenen Blut. Und hier hast du einen Abklatsch. Dieses Bild ist ein Abklatsch. Da ist lediglich, stimmt nur eines, dieses weiße Pferd, und dass er einen Bogen hat, dass er siegt. Das heißt, du siehst, dass hier ein falscher Christus, der eben kein Blut vergossen hat, der nicht die Herrlichkeit Gottes hat, der nicht der Richter Gottes ist, praktisch ihr als Täuschung gebracht werden soll. Und das wird der Antichrist sein. Das ist eindeutige Verführung, die zum Antichrist führt. Und wenn man das jetzt anguckt, dann sieht man etwas. Der Bogen, das ist eine Nachahmung aus 1. Mose 9, Vers 13. Da hat ja Gott diesen Bogen, den Regenbogen, in die Wolke gesetzt. Und was ganz wichtig ist, alle diese okkulte Strömungen arbeitet ganz stark mit Symbolen. Also wenn ihr mal euch mit sowas in Berührung kommt, werdet ihr sehr, besser kommt nicht in Berührung, aber wenn man einfach mit dem in Berührung kommt, sieht man, da ist letztendlich ganz starke Symbolik. Und der Bogen, das ist ja jetzt hier eher wie ein Kriegsbogen, also ein kleiner Bogen, aber ist sicher eine Nachahmung des großen Friedensbogen Jesu. Und die Bibel sagt immer, er ist der, der dann der Friede selber ist, der das verwirklicht, was Gott im 1. Mose sagt. Und nur wegen Herr Jesus vernichtet Gott der Vater diese Erde nicht. Das muss uns klar sein. Nur wegen Herr Jesus, sonst werde ich schon weg. Und auch hier hast du eine Nachahmung. Und das Zweite, das ist die Krone. Und die Krone steht in der Bibel, vor allem im Alten Testament, für den König Israels. Und da sieht man die Gegenüberstellung von echt und falsch. Und zwar, ich lese uns mal Hesekiel 21, Vers 30. Und zwar, ich habe es ja unten in Fußnote, da sieht man, dort steht, du aber, du entweihter Gesetzloser, du Fürst Israels, dessen Tag kommt, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. So spricht Gott der Herr. Fort mit dem Kopfbund. Und der Kopfbund, das war die Mütze des hohen Priesters, das war das Priesteramt. Herunter mit der Krone, das ist unsere Krone hier aus dem Text, das ist die Herrschaft. Und die Krone und der Kopfbund hat nur einer in der Bibel, der Messias. Und wenn Gott hier jetzt zum Menschen sagt, du bist in Wirklichkeit ein Gesetzloser, du bist entweiht, du bist ein Fürst Israels, du kommst zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes, du kommst am Ende der Endzeit, du bist ein Gesetzloser und du nimmst dir den Kopfbund und ich reiße ihn dir praktisch runter und du nimmst die Krone und die kommt auch weg. Und es erklärt das nämlich. So soll es sein und nicht anders, das Niedrige soll erhöht und das Hohe soll erniedrigt werden. Zunichte, zunichte, zunichte. Dreimal zunichte entspricht dem dreimal Weh aus der Offenbarung, will ich sie machen. Sie soll nicht mehr sein, bis der kommt, dem das Recht zusteht, dem werde ich sie geben. Und der, der kommt, das ist dann der richtige Messias, der Herr Jesus. Das heißt, wir haben hier ein Bild, wo der Antichrist, und die Verführung mündet dann im Antichrist, das ist dann die Spitze, das Ende, wo der Antichrist ein Friedensfürst spielt, das sehen wir nachher auch, weil beim Krieg, er spielt einen Friedefürst, er spielt den Messias, und versucht sich hier als der Messias Israels darzustellen und er ist in Wirklichkeit eine furchtbare Nachahmung. Die Bibel sagt ganz klar, Gott wird selber dafür sorgen, dass diese Krone vom Kopf kommt und genauso der Priesterbund. Das heißt, der Antichrist selber wird sich dann als Messias, als Erlöser Israels aufspielen und dann als Erlöser der Welt. Offenbarung 17, 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Das ahmt jetzt wieder nach. Und dazu müssen wir lesen, Offenbarung 13, Vers 7. Und zwar,
Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Es wurde ihm Macht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache und jede Nation des Antichristen. Das ist das, was er siegt. Das heißt, er wird die gesamte Menschheit in den Griff bekommen. Alle Nationen wird er beherrschen und er wird auftreten als der falsche Christus, als der falsche Messias. Er wird auftreten als ein Friedefürst, drum hat er den Bogen. Er wird auftreten mit der Krone und mit der Priesterwürde. Er wird nicht nur eine politische Einheit herbeiführen, sondern auch eine religiöse. Und da arbeitet viele dieser Politiker, die heute da sind, Ost wie West, links wie rechts, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist bloß Theater, links, rechts, Mitte und so ähnliches. Ein Gorbatschow hat darauf hingearbeitet, da hat ein Bush Senior darauf hingearbeitet, da haben unsere Politiker darauf hingearbeitet, da arbeitet die ganze Welt darauf hin, weil aber dieser antichristliche Geist die ganze Menschheit zersetzt. Und da läuft alles darauf hin, dass letztendlich dieses weiße Pferd galoppiert, dass der Antichrist hervorgebracht wird, dass hier ein Pseudo-Friede auf der Erde geschieht, ein lügerhafter Friede, und dass hier der Antichrist dann letztendlich sich als der Messias Israels in der Spitze aufspielt. Das ist brutal. Das läuft daraus, muss uns klar sein. Der Antichrist wird versuchen zu sagen, dass er Jesus ist. Das ist keine Frage. Das heißt, es wird über Israel gehen. Wir müssen da ganz aufpassen, was da passiert. Und ich möchte nochmal betonen, er hat ein weißes Pferd, er wird täuschend ähnlich sein. Also wie der Engel des Lichts. Er hat einen Bogen, er wird ein Friedensreich versprechen, er wird Friede versprechen. Ihr müsst ganz aufpassen, wenn ein Politiker Friede verspricht. Wenn ein Politiker sagt, One World, wir werden die eine Weltordnung schaffen. Die UNO, das läuft alles in eine Weltpolizei rein. Das läuft alles in die Ecke rein. Und wir müssen aufpassen, wenn hier jemand auftritt mit einem Anspruch, das müssen wir einfach nüchtern sehen, der Messias Israels zu sein. Ob wir das noch mitkriegen, das werden wir sehen. Also wir werden nicht bis ganz am Schluss dabei sein, aber wir werden sicher nicht vorher entrückt werden, das sagt die Bibel nämlich nicht. Sondern wir werden reingehen, und zwar ziemlich sogar reingehen, und die Entrückung ist nach meiner Erkenntnis in der Mitte. Aber wie gesagt, jetzt, wenn sie vorne wäre, wäre es mir recht, bloß die Illusion, die habe ich schon lange nicht mehr. Vom Bibeltext kannst du nie im Leben halten, die Entrückung kann theoretisch sogar kurz vor der sichtbaren Wiederkunft sein, ist möglich. Also müssen wir aufpassen, wir werden zumindest reingehen. Also, der erste Reiter ist der Antichrist. Allerdings ist der weiße Reiter ist das Endprodukt erster Antichrist. Bevor der Antichrist kommt dann, kommt immer zuvor der galoppierende Reiter, das heißt die Verführung, die dann zum Ausbund der Verführung, zu den vielen kleinen Antichristen der Geschichte und zum endgültigen Antichrist führt. Ist auch wichtig zu beobachten als Gläubiger, was in dieser Welt abgeht. Wenn du das siehst, das steuert alles drauf hin. Vor 10 Jahren hat der Bush Senior schon gesagt, One World. Dann müsst ihr mal Dollarnote angucken, was da drauf ist. Geil. Das allsehende Auge, die Pyramide, das ist Weltherrschaft. Auf das läuft das alles raus. Das zweite Siegel, das ist einfach die Folge davor, das ist das feuerrote Siegel. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, dem wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und zwar, da muss man jetzt einfach nüchtern sehen. Und zwar, er sagt hier, komm und sieh. Und jetzt wird das Sehen wird nicht mehr so dramatisiert wie im Vers, also wie am Anfang. Wenn er die Texte genau untersucht, dann siehst du, am Anfang heißt ich sah, und dann heißt es, und komm und sieh, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Das heißt, der Akzent vom Sehen, das Siehe, ist auch das, was im Alten Testament teilweise mit Betonungswörtern benutzt wird. Das ist einfach dieses Aufmerksam machen. Das heißt, da macht die Bibel ganz stark auf der weiße Reiter aufmerksam. Beim zweiten Siegel macht sie nicht mehr so stark aufmerksam, weil es nur Folge ist. Ist nur noch Folge von der Verführung, und zwar das feuerrote Pferd. Und das feuerrote Pferd ist der Krieg. Er sagt ganz klar, der Friede wird von der Erde genommen. Jetzt müssen wir uns das mal ganz klar vergegenwärtigen, was das heißt. Das bedeutet, der Antichrist bringt einen Frieden und Gott selber sorgt dafür, dass Krieg kommt. Das heißt, Gott zerstört selber diesen lügerhaften Frieden des Antichristen. Jetzt müssen wir uns einfach etwas bewusst sein. Krieg ist etwas vollkommen Logisches. 1. Mose 4,1.
Hier hast du nach dem Sündenfall die Nachkommen Adams. Der erstgeborene Adams war Kain. Und wenn du das siehst, Kain schlägt ja dann der Abel tot. Und dann sagt Gott zu ihm, Vers 10, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Wenn man dann weiter sieht, das heißt, die erste Tat des erstgeborenen Adams, wo du siehst, was für eine Ausgeburt sei, falscher Gottesdienst. Der hatte einen falschen Gottesdienst. Das muss uns klar sein. Die erste Tat als Folge eines falschen Gottesdienstes war Mord. Der falsche Gottesdienst, dass er Irdisches geopfert hat. Es war falsch, es war biblisch völlig daneben. Abel hat das Richtige geopfert, nämlich Blut. Er hat ein Tier geopfert. Kain hat das Falsche geopfert, nämlich von der Erde Früchte, und die sind verflucht laut 1. Mose 3,17. Das heißt, die Folge vom falschen Gottesdienst, die Folge vom weißen Reiter, die Folge vom weißen Pferd ist in der Regel immer Krieg, Tod. Und das ist selbst beim Kain, wie das Prinzip schon da ist. Das heißt, falscher Gottesdienst führt zu Mord und Totschlag. Und wenn ich dann weiterliest, dann kommen sie alle und Vers 23, Lamech sprach zu seinen Weibern Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Weiber Lamechs, vernehmt meinen Spruch, einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundete, einen Jüngling, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain soll siebenfach gerecht werden, Lamech aber 77-fach. Das sieht man etwas. Diese Bösartigkeit, diese Militanz, diese Gewalttätigkeit setzt sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer weiter fort. Und die Menschheit ist eigentlich, wenn man das einmal sich ansieht, sie ist eine Ansammlung von Blutbädern. Es gibt Geschichtswerke, ich besitze ein paar davon, die sind teilweise so dick wie ein Brockhaus-Lexikon und sie sind tabellarisch. Jetzt musst du nur mal hingehen und die Epoche angucken. Du klappst die Seite auf und dann guckst du einfach einmal, was Kriege waren in der Epoche. Man muss sagen, die Menschheit befindet sich seit Kain im Dauerkrieg. Und der Dauerkrieg wird gehen bis zu der Schlacht von Harmageddon, und erst wenn der Herr Jesus als Messias endgültig sichtbar der Ölberg in Jerusalem betritt, hört es einmal auf für 1000 Jahre. Also wir sind im Dauerkrieg. Und das ist die Folge von Dauerverführung, weil der Teufel dauernd als Engel des Lichts die Menschheit verrückt macht und die Menschen, darum kommt dieser Krieg. Und dieser Krieg ist eine logische Folge. Hat auch mit dem zu tun, mit Johannes 8, 44. Und zwar, da klassifiziert ja der Herr Jesus praktisch und sagt, was ist, er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Das heißt, das ist eine ganz logische Folge. Was der Teufel will, das tut letztendlich der Gottlose. Das ist das Brutale. Der Gläubige tut den Wille Gottes und der Gottlose tut den Wille des Teufels. Das ist brutal, wenn man sich überlegt. Er sagt hier ganz klar, der Gottlose tut den Wille seines Vaters, nämlich des Teufels. Und was will er? Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ein Lügner. Das heißt, Lüge, Mord und Totschlag ist der Normalfall des Menschen, des gefallenen Menschen. Und aus dem Grund ist überhaupt kein Problem, dass Gott den Menschen auch gemäß seiner Veranlagung richtet. Das heißt, Gott richtet ihn ja nach seiner Veranlagung. Er richtet ihn mit seiner eigenen Charakterveranlagung. Das ist gerecht. So wie er ist, so richtet ihn Gott. Und darum kommt als Strafe dann der Krieg. Aber das Ganze hat eine ganz andere Wurzel noch, eine viel tiefere, im Psalm 2,1. Das ist ja der berühmte Psalm über den Messias. Und dort heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel drohend lacht und der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden mit seinem Zorn oder in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge, das ist der Herr Jesus. Ich will erzählen vom Ratschluss des Herrn, der zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gehört, habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern. Wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und jetzt erklärt er und sagt, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und er nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Glückselig alle, die sich bergen bei ihm. Und das ist der Hintergrund. Die Bibel sagt hier, es wird zwei Gruppen geben. Die eine Gruppe, das ist die Masse der Heiden, und die begehrt auf gegen Gott und seinen Christus. Und das ist letztendlich nichts anderes wie die Rebellion gegen lebendiger Gott.
Und Gott sagt, es gibt nur ein Mittel, dem auszuweichen. Du musst dich bergen bei ihm. Das heißt, der Mensch muss sich bekehren, muss Friede finden durch Jesu Blut, muss zur Ruhe kommen. Dann ist es passiert. Aber wo das nicht ist, ist diese Einflusssphäre Satans da, die die Menschen zurückmacht. Und in Jesaja 48, 22 steht ganz einfach, keinen Frieden gibt es für die Gottlosen. Es wird auf dieser Erde nie Friede geben, gar nie. Brot uns gar keine Illusion zu machen. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Ich denke, dass wir die ruhigen Jahre hinter uns haben. Jetzt ist vorbei, jetzt kommen die schlimmen Jahre. So wie Israel die 7 schöne Jahre, die fette Jahre hatte, so wie Ägypten die 7 fette Jahre hatte, kamen dann die 7 magere. Und ich denke, wir haben unsere 7 fette Jahre weg. Und jetzt kommt das andere, jetzt kommt, beginnt die Strafe. 1. Thessalonicher 5, die ersten 3 Verse. Das ist genau das, was bei diesem weißes Pferd beim Antichristen mit diesem Bogen symbolisiert wird und was hier letztendlich sich abspielt. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Vernebelung. Jesaja 9, Vers 5 sagt, der Titel Jesu Christi ist Friedefürst. Es gibt nur einen Friedefürst auf dieser Erde, der Jesus. Und Friede gibt es nur im Herzen der Gläubigen, wenn der Jesus ins Herz einzieht. Und dort ist, dann ist Friede. Und erst wenn der Jesus die Erde wieder betritt als Messias, als König Israels auf dem Ölberg, dann wird Friede sein. Vorher nicht. Wir kriegen keinen Friede. Das ist eine absolute Illusion. In Lukas 2, Vers 14 wird es zwar verheißen, aber Messias nur. Und das ist jetzt interessant, wie das von der Übersetzung her, wie man das übersetzen kann. Lukas 2, Vers 14. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Das heißt, Friede auf Erden, wenn auf der Erde Friede ist, dann ist unter den Menschen Gottes Wohlgefallen, nämlich der Herr Jesus. Wenn er da ist als der Friedefürst, wenn er in der Mitte der Menschheit ist, im tausendjährigen Reich, dann ist Friede vorher nicht. Und jeder Friede, der anders aussieht, ist letztendlich dämonisch, das ist teuflisch. Dieser Friede hält nicht, es gibt keinen Friede, der hält. Wir haben jetzt fast eine 50-jährige Friedensperiode in Deutschland gehabt. Also, ich bin der Letzte, der schreit, ich will das auch nicht. Aber ihr glaubt doch nicht, dass wir ungeschoren davor kommen. Nie im Leben. Wir haben Gott so sagen, sich gelästert wie kaum eine Nation. Und wir haben das Dritte Reich, wir haben die Verfolgung dieser, und den Mord an deine 6 Millionen Juden haben wir noch nicht bezahlt. Bin ich tief überzeugt. Biblisch haben wir es noch nicht bezahlt. Und wir kommen nochmal ran. Mensch, das ist recht, aber man muss einfach nüchtern sein. Wir kommen nochmal ran. Und da gibt es bloß eine Rettungsarche. Epheser 2, Vers 13 sagt ganz einfach, nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede. Das heißt, man kann die Menschen nur sagen, sie braucht hier auf nichts zu warten. Es wird immer schlimmer werden. Das Chaos wird geschehen. Die Katastrophe kommt. Wir müssen die Menschen sagen, es gibt bloß eine Rettung. Du musst Friede haben. Hier gibt es keinen Friede da draußen. Sondern du brauchst Friede im Herzen durch den Herr Jesus. Und wenn du den hast, dann ist auch der Ewigkeit gesichert. Dann kommt der Rest automatisch. Und dann kommt es zum Hinschlachten, so wie es hier steht. Jetzt müssen wir das nüchtern sehen. Dieser Krieg sagt ja, sie werden sich hinschlachten, wenn man Offenbarung 14, Vers 20 sich anguckt. Dort heißt es, und die Kelter wurde außerhalb der Stadt gedreht, nämlich des Zorns Gottes, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Das heißt, das Blut wird teilweise so hoch stehen wie die Zäume der Pferde. Das soll ich mal vorstellen. Das ist unfassbar. Das heißt, Gott wird es zulassen, dass die Menschheit sich hinschlachtet. Ganz bewusst, und zwar als Gericht. Gott wird es zulassen, dass der Antichrist kommt, und Gott lässt zu, dass der Krieg kommt. Bloß der Gläubige hat mit Krieg nichts zu tun. Der Gläubige ist letztendlich der, der Gott dient. Das ist ganz entscheidend. Wir dienen Gott, und die Welt dient dem Teufel, und über die, die dem Teufel dienen, wird das Gericht kommen in Form des Antichristen und in Form letztendlich auch des Krieges. Muss uns ganz klar sein. Wie weit das jeden von uns trifft, das weiß ich nicht. Das ist Gottes Ratschluss. Kann nichts dazu sagen. Möchte auch nicht. Dann Offenbarung 5, der 5. und der 6. Vers, drittes Siegel. Und das dritte Siegel öffnete sich oder wurde geöffnet. Ich hörte
das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und sieh, und ich sah und siehe. Jetzt kommt wieder, das ist jetzt wieder interessant, jetzt kommt wieder eine bestimmte Betonungsform. Ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und hier sehen wir dann das Gericht Gottes über Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, irgendwann wird auch diese Wohlstandsgesellschaft noch bezahlen. Hesekiel 5, Vers 16. Hesekiel ist das Buch des Gerichtes über diese Linie. Das ist von daher ein ganz wichtiges Buch. Jeremia ist Buch über Gottlosigkeit, und hier sieht man die andere Linie. Hesekiel 5, Vers 16. Ich, der Herr, habe es gesagt: Wenn ich die bösen Pfeile des Hungers wieder sie abschieße zu ihrem Verderben, und ich werde sie abschießen, um euch umzubringen, und ich will noch mehr Hunger über euch bringen und werde euch den Stab des Brotes brechen. Ich will nicht nur Hunger, sondern auch wilde Tiere gegen euch senden, dass sie dich der Kinder berauben sollen. Pest und Blutvergießen soll über dich kommen. Ich will auch das Schwert über dich bringen. Ich, der Herr, habe es gesagt. Und das sieht man einfach, ein Gericht Gottes ist, dass er der Hunger gezielt schickt. Muss uns klar sein, Gott schickt gezielt Hunger als Gericht. Wisst ihr, wir denken schon sehr, ich habe mich selber erwischt, wie humanistisch ich denke. Wir müssen uns einfach bewusst sein, über bestimmte okkulte Linie und über bestimmte Gottlosigkeit schickt Gott Verführung, Krieg, Hunger. Und muss sich genau überlegen, was man tut, auch wo man hilft, was man tut, weil ich weiß ja nicht, ob Gott es geschickt hat und Gott es will. Darum ist es auch wichtig, dass man immer Gott fragt, was soll ich tun? Wenn du willst, wenn man was Gutes tun will oder helfen will oder irgendwas spenden oder sonst was tun will, soll man Gott vorher fragen, was soll ich tun? Das ist ganz wichtig. Man darf da nicht wahllos nach dem Verstand gehen, weil ich weiß ja nicht, ob Gott es nicht geschickt hat. Wir denken vor Gott sehr humanistisch. Gott ist kein Humanist. Gott ist heilig. Und Hesekiel 16, das ist nochmal das, was mich so erschüttert hat, das ist die Sünde Sodoms. Er sagt hier: Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Also nicht die sexuelle Entartung, es war dann die Endprodukt. Aber die Hauptsünde war Hoffart, das heißt Hochmut, Sattheit, da schreibt der Elberfelder, Fülle von Brot, also einfach Wohlstand, und zwar Wohlstand im eher elementaren Sinne, dass die Leute gut gehen, dass sie nicht hungern müssen. Und sorglose Ruhe ward ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Dürftigen reichten sie nie die Hand, und sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Deswegen verwarf ich sie. Also da sieht man letztendlich, wie das Gericht Gottes über diese Dinge kommt, wie die Sünde Sodoms, die auch zum Krieg führt, letztendlich diese Wohlstandsgesellschaft ist, die letztendlich auch kein Erbarmen mit den anderen hat und die dennoch Gräuel begeht, das heißt, die im Okkultismus lebt. Wenn ihr das alles anguckt, Offenbarung 9, 20, 21, habt ihr den Sündenkatalog. Also das ist das, was hier letztendlich von Gott her ganz klar angezeigt wird. 5. Mose 32 steht nur ganz einfach, dass es dass die Sattheit halt gefährlich ist und dass die Sattheit dazu führt, dass man Gott den Abschied gibt. Das sagt er ganz klar: Als du satt, als du fett, als du wohlstandsmäßig wurdest, hast du Gott den Abschied gegeben. Wenn es uns zu gut geht, geben wir Gott den Abschied. Das ist einfach eine Tatsache. Gut. Vers 7. Nächste Siegel. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm und siehe, und ich sah und siehe. Wieder Betonung. Ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgte ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger, mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Jetzt müssen wir einfach etwas uns bewusst machen. Der Tod ist etwas absolut realistisch. Fast alle Menschen leben, wie würden sie immer leben würden. Wenn sie nie sterben würden. Römer 5, 12, dieser geistliche Sündenfall bewirkt bei jedem von uns, dass wir sterben. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, dieser geistliche Sündenfall hat den körperlichen Todesprozess ausgelöst bei jedem. Und der Tod ist was völlig Normales.
Nur bei den vier apokalyptischen Reitern ist es nochmal was anderes. Da löst Gott den Tod frühzeitig aus. Und zwar, er löst über Verführung, über Krieg, über Hunger, über die Grundstrafe, löst er den Tod aus. Und das Dramatische ist, dass praktisch der Tod für einen Menschen, wenn Gott einen Menschen tötet, es ja gleichzeitig bedeutet, dass aus ist. Das heißt, er hat dann keine Chance mehr. Es ist vorbei. Das heißt, in dem Moment, wie Gott den Tod gibt, ist die Strafe, und zwar das Höchstmaß, erreicht. Weil damit hat er ihn praktisch der ewige Verdammnis preisgegeben. Damit hat er seine Gnadehand abgezogen und damit muss er sterben und damit geht er ungerettet in die Ewigkeit und damit geht er verloren. Und aus dem Grund ist eben das Todesurteil Gottes, wenn Gott, weil wir in der Sünde uns bewegen, die Verführung schickt, wenn er dann Krieg, Hunger und das alles schickt, dann ist der Tod eigentlich der letzte Reiter, ist die Höchststrafe. Das ist dann endgültig voll das von Gott gegebene aus. Er sagt in Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Folge ist immer der Tod. Nur die Folge des apokalyptischen Reiters, das heißt die Folge der offenen, frechen Sünde, und die Folge, wie Gott es dann richtet über die Menschheit, wenn einmal der antichristliche Geist noch schneller wird. Bloß, ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich mir alles angucke, was hier abläuft, dann muss ich mich ernstlich fragen, was soll noch abfallen? Was soll noch schlimmer werden? Das ist schon so verrückt, dass du sagen musst, es ist doch schon fast im Endstadium. Und das würde bedeuten, dass dann relativ bald, aufgrund, wenn die Gesetzlosigkeit ein bestimmtes Maß erreicht hat, wenn so ein Pseudo-Friedisch blitzartig der Antichrist hervorkommen wird und wird diesen Friedensprozess, wahrscheinlich wird er ihn einleiten, wird er ihn bringen, um dann nach relativ wieder kurzer Zeit die Kriegsperiode auszulösen. Und nach der Kriegsperiode das Elend über die Menschheit und dann der Tod, Höchststrafe. Das heißt, es wird kommen. Und zwar mindestens für ein Viertel der Menschheit. Jetzt müssen wir in Offenbarung 20 rein, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron. Also wieder das Betonen, er sieht, das ist wieder die Bildersprache. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer, das Völkermeer, gab die Toten heraus. Und die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, und die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der zweite Tod ist die Hölle. Jetzt ist hier was Interessantes, er sagt praktisch, das Völkermeer gibt die geistlich Tote heraus und die schon die wirklich gestorben sind, die effektiv tot sind, das gibt das Totenreich heraus. Das heißt, der Tod leert sich. Und zwar der ganze irdische Tod, der jetzt herrscht, wird aufgelöst und dann gibt es nur noch einen zweiten Tod, nämlich die ewige Verdammnis, die Hölle. Und das alles wird aufgelöst. Das heißt, der Tod, das muss uns einfach klar sein. Man nimmt es so leicht und sagt, ja, die vier apokalyptischen Reiter reitet halt, es hat schon immer gegeben auf der Erde, es gibt Verführung, es gibt Krieg, es gibt Hunger, dann irgendwann kommt der Tod. Aber es muss uns klar sein. Der Tod bedeutet für den Menschen, der vom weißen Reiter infiziert wird, der von der Verführung von Christus abgebracht wird. Egal, ob er jetzt im Krieg stirbt, ob er durch Hunger stirbt oder durch was anderes, es bedeutet in der Regel die Höchststrafe, nämlich das vorzeitige Ende seines Lebens und dann steht er vor Gott und dann ist es zu spät. Das ist das Drama, dass dann zu spät ist. Von daher muss man sehen, der apokalyptische Reiter, eigentlich muss man den Menschen sagen, du brauchst nicht der erste Fürchte, nicht der zweite, nicht der dritte, sondern der letzte. Der Letzte ist der dich zu Fall bringt. Solange der letzte Reiter noch nicht bei dir war, geht's noch. Da gibt's noch Zeit der Buße. Aber wenn der mal galoppiert, dann ist aus, endgültig aus. Und das muss uns auch klar sein. Auch alles, was jetzt im Tod ist, wird auferstehen, so wie wir es gelesen haben in Offenbarung 20, vom großen weißen Thron. Und da wird nur noch eine Frage sein am Schluss. Und das ist die entscheidende Frage, ob jemand im Buch des Lebens geschrieben steht oder nicht. Und im Buch des Lebens geschrieben, das ist auch klar, alle, die gewaschen sind im Blut des Lammes, das ist das Einzige, was zählt.
Und ich denke einfach, das ist wichtig, dass uns das klar ist. Es geht auch bei der Endzeit nicht letztendlich um etwas anderes als um Leben und Tod. Es geht darum, letztendlich um Kopf und Kragen, sagt man im Volksmund. Da geht es um alles oder nichts. Und diese apokalyptische Reiter, man darf die nicht unterschätzen. Man müsste einfach sehen, jetzt galoppieren sie stärker, das heißt, wir haben weniger Zeit. Das heißt, für uns wird es gefährlicher. Man müsste aufpassen, dass wir nicht infiziert werden von dem weißen Reiter. Gefahr durch den Roten, durch das Schwarze und durch den Fahle besteht für uns nur vom Weißen. Das heißt, wir müssen uns vom Geist des Antichristen hüten, wie vor allem anderen. Steht in 1. Johannes 4. Der Geist des Antichristen wird vorher da sein, müssen wir uns hüten, wirklich hüten, dass wir mit dem nichts zu tun haben, weil, wenn man jetzt vorher weitergelesen hat, sieht man ja, dass gleich danach die Märtyrer kommen. So weit sind wir noch nicht. Das ist dann das Nächste, dass die Märtyrer dann erscheinen werden. Weil in der Regel führt die Verführung über Hunger, Krieg, Not, Elend immer zur Christenverfolgung. Ich habe jetzt wieder gelesen, ich glaube in Somalia war es, da haben sie jetzt wieder ein christliches Dorf haben sie ausgelöscht. Das heißt, haben sie wieder dass die Christenverfolgung wieder gelaufen. Da regt sich niemand auf. Alle haben Angst, dass man jetzt hier eventuell, wenn man Terroristen bekämpft, jemand Unrecht tut. Aber dass hier ganze ethnische, ich sage mal, Säuberungsaktionen, und zwar ethnisch im Sinne von die Gläubigen ausgelöscht werden, das interessiert niemand. Das ist brutal. Sieht man, wie weit wir gekommen sind. Und was jetzt ganz wichtig ist, auch wenn es um Leben und Tod geht. Ich denke, für uns Gläubige ist was ganz wichtig, was wir aus diesen Reitern lernen müssen. Matthäus 10, Vers 28. Und zwar sagt der Herr Jesus: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Vielmehr fürchtet den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Jetzt sagt er nochmal wegen dem Sorgegeist, wegen dem, was auf der Erde läuft, Vers 31. Darum fürchtet euch nicht. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, was man als Gläubiger für eine Schlussfolgerung aus diesen vier apokalyptischen Reitern ziehen soll. Der Jesus sagt ganz klar, wir sollen nicht den fürchten, der uns irdisch töten kann. Das heißt, wenn jetzt aufgrund des weißen Reiters, aufgrund der Endzeitkonstellation, irgendwo ein Atomschlag beginnt. Die sagen jetzt zum Beispiel, die Terroristen, sie löschen Amerika aus. Sagen wir mal an, die werfen tatsächlich Atombomben, was ich nicht ausschließen würde. Wenn es tatsächlich passieren würde und wir Gläubige wären da irgendwo drin, das hat die Ibrai-Gläubige, dann werden wir sterben, genauso wie die anderen. Bloß der Unterschied wird sein, der Herr Jesus sagt ganz klar, ihr braucht es nicht zu fürchten, wenn ihr hier sterbt, in der Endzeit. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, wenn ihr umkommt in diesen Kämpfen. Sondern ihr müsst euch davor fürchten, dass er gegen Gott euch versündigt, weil er ist der, und da ist ja Gott gemeint, fürchtet den, der in die Hölle werfen kann, in die Hölle wirft nur Gott, dass man nämlich Angst vor dem lebendigen Gott hat, dass er mich in die Hölle wirft. Das heißt, er sagt ganz klar, du brauchst keine Angst zu haben vor dem, was draußen ist, sondern musst dich vor Gott fürchten. Und da kommt wieder ein ganz entscheidender Punkt, dass man nämlich geistlich sich hütet, dass man die Furcht Gottes nicht verliert. Dass man durch diesen antichristlichen Geist, durch diesen weißen Reiter nicht vor der Furcht Gottes abgedrängt wird. Das ist unser Schutz, die Furcht des Herrn. Die Bibel sagt, da ist ja der Weisheit Anfang. Das ist das, was von Gott her dann zu geistlicher Weisheit führt und zum Überleben. Es ist ganz wichtig, der Herr Jesus befiehlt selber und sagt, wir sollen nicht letztendlich Angst haben, sondern wir sollen uns vor Gott fürchten und den Rest ihm überlassen. Und das ist was ganz Wichtiges. Bloß wir müssen nüchtern sein, wir müssen uns bewusst sein, diese vier Reiter, die galoppieren. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Die kommen. Absolut sicher. Und jetzt sagt er hier, sie schlachtet sich hin. Und da ist was Wichtiges. Psalm 49, 15 heißt es. Ich lese es noch, der alte Schlachter, der das etwas dramatischer ausdrückt. Und zwar, so wie man sich es auch vorstellt, wie sowas passiert. Es heißt hier, ich lese schon ab Vers 13, aber der Mensch bleibt nicht lange in seinem Glanz. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit und doch haben ihre Nachkommen Wohlgefallen an ihren Worten. Herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab, der Tod weidet sie. Das ist das Brutale. Das heißt, der Tod weidet die Menschheit.
Sie werden herderweise ins Grab sinken. Das heißt, wir werden massenhaft Leichen noch sehen und von massenhaft Leichen hören auf dieser Erde. Es wird auf dieser Erde nicht besser, es wird schlimmer. Der Tod wird Triumphe feiern. Was mich jetzt auch noch erschüttert hat, das ist, wenn man das zu Ende liest, dann heißt, es wird nicht nur passieren durch eben das Schwert, das heißt durch Krieg, durch Hunger und Pest, durch die Seuche, sondern es wird auch passieren durch die wilden Tiere der Erde. Und wenn man jetzt die Symbolsprache der Bibel nimmt, dann kennt man mit diesen zwei wilden Tiere, oder mit den wilden Tieren eigentlich nur die aus der Offenbarung 13 gemeint sein, nämlich der Antichrist und der falsche Prophet. Wo die Bibel ja sagt, der Mensch ist ja nicht für sich wie das Vieh und sie nennt der Antichrist das Tier. Sie nennt der falsche Prophet das andere Tier. Und ich denke, hier haben wir etwas, wo mit wilden Tieren sicher letztendlich auch diese Gewaltherrscher gemeint sind. Was auch nochmal wichtig ist, ich habe es jetzt hier nicht mehr extra aufgeführt, aber was auch da noch beinhaltet ist, in diesen Gerichten Gottes, das sehen wir, wenn man zum Beispiel dann springt, wieder in den Anhang, und zwar in Matthäus 24. Wenn man die Reiter nochmal von dem Aspekt her guckt, jetzt wenn wir jetzt nochmal die Seite Matthäus 24 uns angucken, dann kriegen wir ein besseres Bild, wie das ablaufen wird. In Matthäus 24, Vers 4 bis 7, da sagt der Herr Jesus, habt Acht, dass euch niemand verführt. Da geht es um den Antichristen. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Geht um den Antichrist. Das ist der Erste, der Weise. Der Zweite, der Feuerrote, der steht in 6 und 7. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn eine Nation... Da steht im Griechischen Ethne. Das wird normal mit Heide übersetzt. Aber da kannst du genauso gut übersetzen, eine ethnische Gruppe wird sich gegen die andere erheben. Ja, was ist das in Jugoslawien gewesen? Nichts anderes. Was ist das in Russland gewesen? Es war die ethnische Gruppe, die aufgestanden sind. Es sind die künstlichen Staaten gebildet, die dann auseinandergebrochen sind. Das heißt, die Bibel sagt hier, es wird so sein, dass ein Volk gegen das andere, also eine ethnische Gruppe gegen das andere, ein Königreich, das heißt Staat gegen Staat, sie werden aufeinander losgehen und es wird Krieg sein, echter Krieg. Aber, jetzt müssen wir das einfach sehen, es gehört dazu, dass ethnische Konflikte geschehen. Und jetzt gleichzeitig der schwarze Reiter, also der dritte apokalyptische Reiter, nämlich dieser Hunger und das ist auch klassifiziert, und zwar heißt es hier, es werden hier und dort Hungersnöte, Seuche und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Wie bei ihrer Geburt. Ich habe bei meiner Frau immer gestoppt. Ist interessant. Solange die Wehe unter 5 Minuten Rhythmus war, haben wir uns nicht aufgeregt. Bloß wenn sie unter 5 gegangen ist, habe ich schon in Panik geraten. Ich wusste, jetzt geht's los. Wir sind sogar mal noch vom Krankenhaus sind wir geessen gegangen, weil wir haben gesagt, was sollen wir jetzt machen, heim können wir nicht mehr. Da ist das Krankenhaus, es ist noch zu spät, die Wehe ist viel zu langsam. Dann haben wir sogar noch gegessen und immer nebenher gestoppt. Das ging alles gut. Ging erst 5 Stunden später los. Aber jetzt sagt die Bibel hier, die Wehen, der Anfang der Wehen, der Anfang der Wehe ist ja so, dass noch harmlos ist. Bloß du weißt bei ihrer Wehe nie, wenn es überfallartig zur Geburt kommt. Das ist ja das medizinisch Interessante. Du weißt es nie. Man hat heute Weherschreiber und alles, aber das ist kein Problem. Also die Bibel sagt, das ist ein Altertum, was hier Bibel beschreibt. Die hat keinen Weherschreiber gehabt. Das sagt, so wie die Wehen eine schwangere Frau überfallen, so schnell kann es geschehen. So schnell wird der Krieg kommen, so schnell wird das alles passieren. Und hier sagt er dann, es werden Hungersnöte, Seuche und Erdbeben sein. Es muss uns einfach klar sein. Es werden nicht nur Seuche sein, und wir haben ja Lustseuche, zum Beispiel AIDS. Der Krebs ist sicher eine Wohlstandsseuche, das heißt die ganze Seuche, also auch wenn du siehst, der Rinderwahn, das Kreuzfeld-Jakob-Krankheit und das alles, die Menschheit wird die Seuche nicht loswerden, die Illusion muss man den Menschen rauben. Es wird nicht besser werden mit der Seuche, sondern schlechter in der Endzeit. Und es werden Seuche geschehen, Hungersnöte und Erdbeben. Und durch das alles kommt der vierte Reiter und der ist beim Matthäus nicht drin, logischerweise, weil ja der Tod selber kein Vorgang ist, ist ja nur Folge. Also beschreibt er nur die Reiter, die wirklich einen Ablauf darstellen auf der Erde, und die Folge der Tod beschreibt er nicht, ist klar. Von daher fährt hier bei Matthäus, wenn er trinkt, ist der Kasten weiß, da fällt der letzte Reiter, weil ist eine Folge davon. Aber etwas ist ganz wichtig. Wir müssen uns bewusst sein, die Intervalle von Krieg, ethnischer Aufstände,
Hungersnöte, Erdbeben, Seuche, die werden immer schneller werden. Die Menschen werden keine Ruhe mehr haben und dann wird Lukas 21 geschehen, dann wird das Völkermeer rasen und wird verzweifelt nach Hilfe suchen und dann kommt er. Dann kommt der weiße Reiter, dann kommt die Ausgeburt des Teufels, nämlich der Antichrist. Und dann wird der Antichrist die alle rumdrehen und er wird auch, wenn ich es richtig verstehe, also ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass ich es richtig verstehe, aber wie gesagt, es ist das schwierig von der Prophetie. Wenn ich es richtig verstehe, dann wird es dem Antichrist durch sein falscher Prophet gelingen, ein Drittel der Gemeinden zu Fall zu bringen. Wenn ich es richtig verstehe. So Gott will, kommen wir ja dann in Offenbarung 12, 13 zu diesen Stellen. Wenn ich es richtig verstehe, wird ein Drittel der Gemeinde wird fallen, der Christenheit. Ein Drittel fällt. Ist interessant. Bei Israel bleibt nur ein Drittel übrig, zwei Drittel werden ausgelöscht. Bei den Gläubigen werden zwei Drittel überleben und nur ein Drittel wird ausgelöscht. Das ist interessant. Da wird einiges passieren. Aber was ganz wichtig ist, das müssen wir uns ganz klar vergegenwärtigen. Es wird mit die schlimmste Zeit sein. Aber die Bibel sagt, das alles, diese vier Reiter, das muss ich mal vorstellen, diese vier Reiter sind nur der Wehenanfang. Das Schlimme kommt erst hinterher. Das heißt, ich rede jetzt noch lange nicht über die Zornschalengerichte. Die sieben Siegelgerichte sind ja letztendlich noch Rufergerichte. Das sind noch Bußgerichte, wo Gott noch zur Buße ruft. Und dann die Posaunengerichte, da ruft er ganz massiv zur Buße. Und zwischen den Gerichten zeigt er nochmal Kapitel 7, wo er zeigt, es gibt ein Lösungsblut Jesu. Das ist absolut, die absolute Lösung. Zeigt er nochmal klar. Und dann geht's weiter, ab 8. Und dann siehst du, wie die Gerichte gehen. Aber in dem Moment, wie die siebte Posaune erschallt, die letzte Posaune, dann ist aus, dann ist die Gnadezeit vorbei und dann kommen die Zornschalengerichte und dann wird's furchtbar. Es muss uns klar sein, auch die vier apokalyptischen Reiter sind noch zur Gnadezeit gehörend, da haben wir noch Gelegenheit, sich zu bekehren. Aber man muss den Menschen sagen, die Gerichte gehen in solche Ebene von sich, dass es einen Punkt gibt, wo es keine Gelegenheit mehr gibt. Da gibt es dann keine mehr, ist aus, ist vorbei. Wenn wir zurückgehen zu unserem Text. Also es ist klar, der Antichrist kriegen wir heute nicht mehr. Den machen wir das nächste Mal. Ich möchte es nochmal wiederholen. Nachdem die Gemeinde das Tor der Buße durchschritten hat, nachdem die Gemeinde letztendlich in die Anbetung Gottes hineingeführt ist und nachdem sie sich bewusst ist, zu Beginn von dem Kapitel 6, dass Gott alles in der Hand hat, dass der Herr Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat, öffnet er diese vier ersten Siegel und zeigt das Prinzip. Über Verführung wird die ganze Menschheit, auch die Christenheit, wird sie verführt und rumdreht. Er wird mit dem antichristlichen Geist verseucht. Als Folge davon gibt Gott Krieg. Darf ich es mal provozierend sagen? Gott ist kein Pazifist, sondern Gott gibt den Krieg gezielt, ganz gezielt, als Mittel seiner Strafe. Und das Nächste, was er bringt, ist letztendlich Hunger, Seuche, Not, Elend. Und als Folge davon, ich möchte es nochmal betonen, die Höchststrafe, der Tod. Und das alles wird ablaufen in dieser Art und Weise. Und die Bibel sagt ganz nüchtern, wir brauchen uns vor denen überhaupt nicht zu fürchten. Und zwar aus dem Grund, wir sollen nur eines fürchten, nämlich Gott. Und jetzt bitte ich zum Schluss nochmal die Seite 4 zu nehmen. Das ist diese sieben Siegelgerichte sind letztendlich, das ist ein heilsgeschichtlicher Abriss, der da dargestellt wird. Das heißt, das erste Siegel führt zur Verführung, das zweite Siegel führt zum Krieg, das dritte zu Hunger, Seuche, Erdbeben, Nöte, das vierte zum Tod, das fünfte Siegel und das ist dann immer die Folge draus. In der Regel, als Nero zum Beispiel Rom angebrannt hat, hat er einen Sündenbock gebraucht, hat er die Christen verfolgt. Du siehst jetzt, aufgrund von diesen Kampfhandlungen verfolgen sie wiederum die Christen. Das heißt, da kommen die Märtyrer. Das Martyrium, das ist das Nächste. Der Normalzustand, mittendrin in diesem Szenario, ist für die Gläubigen das Martyrium der Normalzustand. Dann das Nächste, was kommt, sind Zeichen an den Gestirnen und vor allem an Israel. Das ist ganz wichtig. Und das Ganze läutet die sichtbare Wiederkunft Jesu ein. So ist für die Welt der Ablauf. Ich betone, für die Welt. Verführung, Krieg, Hunger, Not, Elend, Tod, Feindschaft gegen die Gläubigen, sichtbar
Zeichen an Israel, aber von der Welt Feindschaft gegen Israel und dann die sichtbare Wiederkunft, wo Gott dann letztendlich, ich sag's mal, den Schlusspunkt setzt. Dazwischen als Einschub, das sieht man auch, wenn man zum Beispiel hier Matthäus 24 guckt und die Verse 27 und 36 bis 42 sich anguckt, dann sieht man, dass dazwischen reingeschoben ist in diesen prinzipiellen Abbrauch das Geheimnis der Gemeinde und die Entrückung der Gemeinde, die Wiederkunft Jesu Christi, unsichtbar für die Gemeinde. Das ist unsere Hoffnung. Und jetzt müssen wir einfach nüchtern nochmal zum Schluss etwas festhalten. Wenn wir diese Endzeitabläufe sehen, dann ist es wichtig, das alles zu wissen. Aber das Entscheidende für uns Gläubige ist, dass wir wissen, wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten nicht auf den Krieg am Euphrat und Tigris. Wir warten nicht auf diese Katastrophe, sondern wir warten auf ihn. Das heißt, für uns ist die Hoffnung und für uns ist das, wo wir warten, der Herr Jesus. Weil er wird kommen und die Gläubigen aus diesem Elend erlösen. Und wenn wir sterben, werden wir die Augen aufmachen im Totenreich. Wir werden ihn sehen, wie der Paulus sagt, von Angesicht zu Angesicht. Und dann werden wir bei der siebten Posaune zusammen mit unseren Gestorbenen auferstehen und werden mit den Lebenden zusammen dem Haupt entgegengehen und in den Himmel einziehen. Das ist unsere Hoffnung. Und die Hoffnung, das ist das, was in dieser Welt zählt. Was die Welt hier macht und was Gott letztendlich mit ihrer im Gericht handelt, es berührt uns immer nur, insofern wir zum Erfolg gehören, wo das Gericht drüber geht. Aber unsere Hoffnung ist der Herr Jesus. Wir brauchen auch die Vorsorge. Ich habe auch früher mal im Van, habe ich inzwischen völlig aufgegeben, habe ich auch den Keller voll Konservendose gehabt. Völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Es wird so gehen, wie Gott will. Gott wird es tun. Und das ist für uns wichtig. Es muss uns näher zum Herrn Jesus treiben und wir sehen das nachher, wenn man weitergeht in der Offenbarung. Es kommt dieser berühmte Einschub, Offenbarung 7, wo er sagt, was sind eigentlich die Gläubigen da mittendrin für Menschen? Sagt er, sie hat nur ein Merkmal und da dreht sie sich drum und das ist alles, was sie umtreibt. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes, um das geht's. Aber für die Menschheit, und das ist wichtig, wenn man mit den Menschen redet, muss man ihnen sagen, ihr habt keine Zukunft, keine. Sondern für euch wird es schrecklich. Es wartet Schreckliches auf euch. Und zwar, es wartet auf euch der Antichrist, es wartet auf euch Krieg, es wartet auf euch Hunger, es wartet auf euch A, der physische Tod, B, der geistliche Tod, die Hölle. Und ihr werdet den Erlöser kriegen, aber der Falsche, nämlich der Antichrist, der Teufel in Menschengestalt, es wird furchtbar werden. Und darum steht eure Offenbarung am Schluss, verhure Babylon, geht hinweg, dass ihr Sünde nicht teilhaftig werdet. Das heißt, fliehe zu Jesus, das ist das, was die Bibel uns dann zeigt. Gut, so Gott will, werden wir dann das nächste Mal nicht weitermachen mit dem fünften Siegel, sondern werden der Antichristen die zwei Seiten, die jetzt am Schluss sind, nochmal genau abhandeln, dass wir den Antichristen nochmal klarer fassen können von der Prophetie her. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du bereit warst, dich für unsere Sünde schlachten zu lassen, dein Blut zu vergießen und dass der Vater dir aufgrund von deinem vollkommenen Opfer die Siegel gegeben hat, um sie zu brechen, und dass du die Siegel der Weltgeschichte in der Hand hast, auch die Rätsel unseres Lebens. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns Gnade gibst als Gläubige, dass wir mit der richtigen Herzensstellung diese Endzeit überleben, dass wir das Richtige tun, auch wenn wir diese Endzeitgerichte sehen, wenn wir die Verführung sehen, wenn das alles an uns vorbei galoppiert, wenn die Reiter galoppieren, dass du uns nicht berühren kannst, dass wir nicht auf die Reiter warten, sondern auf dich. Gib uns einfach Gnade, bereit zu sein, dir zu begegnen, dir zu dienen mit einem ungeteilten Herz, und dafür danke ich dir. Amen.